Das nehme ich einfach nur so zur Kenntnis, weil ich auch aus anderen Kontexten weiß, dass Fragen der Diskussion von Geschlechtergerechtigkeit auch immer etwas mit Generationen zu tun haben und Erfahrungen, die Generationen machen. Und ich kann nur sagen, wenn sich die jungen Frauen auf eine andere Weise mit ihrem Beruf versöhnen, einverstanden erklären, ihnen ausüben und darüber ihre Anforderungen auch an die Arbeitsbedingungen stellen, dann ist das doch wunderbar. Die Frage, die wir alle beantworten müssen, wie werden die Aufgaben, die wir als Kirche haben, erledigt und gelöst? Da gibt es Aufgaben, die auf der Gemeindeebene ganz eindeutig angesiedelt sind. Da gibt es andere Aufgaben, die auf der Führungsebene der Dekanate, Superintendenturen angesiedelt sind und in den Kirchenleitungen. An der Stelle stelle ich mir selber die Frage, ob diese Aufgabenverteilung, so wie sie jetzt vorliegt, für die Zukunft trägt. Ich muss da einen ganz kleinen Blick auf die Landeskirche, der ich selber angehöre, machen. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz hat im vorletzten Jahr eine Grundordnungsänderung beschlossen, wo sie eine Öffnung der Verantwortungsebenen hin zu einer stärkeren Verantwortung, auch ekklesiologischen, also kirchlichen, theologischen Verantwortungszuordnung auf der Ebene der Superintendenturen ermöglicht hat. Und ich glaube, dass wir auch mit den Jungen, also als erstes müssen wir mal wirklich klären, wie sind die Arbeitsbedingungen gestaltet. Können Frauen, und da macht Kirche keine Ausnahme, denen immer noch ein sehr viel größerer Teil auch der Familienarbeit übertragen ist, können die tatsächlich in solchen Strukturen vernünftig arbeiten? Das muss geklärt werden, aber dann müssen wir mit auch der jungen Generation darüber reden, wie wir die Verantwortungsübernahme zwischen den Ebenen gestalten.